Das Ende der rechtskonservativen Regierung in Österreich könnte auch ein juristisches Nachspiel haben. Der nach der Veröffentlichung des Skandalvideos zurückgetretene Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat nach eigenen Angaben Strafanzeige gegen 3 Personen erstattet. 2 Tage vor der Europawahl bezog Strache in einem Facebook-Video Stellung. Die Veröffentlichung der Bruchstücke eines rechtswidrig und geheim erstellten Videomitschnitts unter Mitwirkung von Lockvögeln hat den maximal denkbaren Schaden angerichtet. Hieran trage natürlich auch ich eine gewisse Mitschuld. Laut Strache handelt es sich bei seinen Aussagen in dem im Sommer 2017 auf Ibiza heimlich aufgenommenen Video lediglich um Gedankenspiele. Trotzdem seien ihm die Aufnahmen peinlich. Obgleich mich das Video in einer Situation von privater Zurückgezogenheit zeigt, schäme ich mich für mein Verhalten, meine Aussagen und meinen Auftritt in dieser privaten Urlaubssituation. Nach der Veröffentlichung der Aufnahmen war Strache von allen politischen Ämtern zurückgetreten. Die Koalition mit der ÖVP von Bundeskanzler Sebastian Kurz zerbrach. Im September soll es in Österreich Neuwahlen geben. Beobachter erwarten mit Spannung, wie sich der Skandal auf das Abschneiden rechtspopulistischer Parteien bei den Europawahlen am Sonntag auswirken wird.